Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. August. Meine lieben Zuschauer, der neue Monat fängt an. Der Juli liegt hinter uns und ich hoffe, jeder hat den gut überstehen können, überstanden an den Märkten. Volatilität gab es ja zuletzt immer mal wieder ein Stück weit weniger, außer bei den Yen-Pairs. Die knallten hier richtig gut durch und tun auch heute zum Wochenauftakt Ähnliches. Diesmal in die Erholungsrichtung. Wir sehen hier die Yen-Pairs. Also die Währungspaare, die in Yen gehandelt werden, alle von. Ergo der Yen heute schwächer, nachdem es in der letzten Woche ja hier genau andersrum ging. Momentan alles korrektiv, also insofern die übergeordneten Abwärtsmoves scheinen hier noch bei den Yen-Pairs intakt zu sein. Nach den Yen-Pairs reiht sich aber hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar ins Glied der Top 15 Übersichtsliste und den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wir sehen hier zunächst den Wochenchart. Generelles Up-Momentum, ganz klar eine relative Übertreibung in Richtung des Levels über 1,45. Dann im Sinne der Ölpreiskorrektur bzw. vielmehr Ölpreiserholung geriet hier dann der US-Dollar massiv unter Druck. Die Korrelation hier wichtig. Warum? Weil der kanadische Dollar als Rohstoffwährung mit dem Öl im Kontext steht. Und eben hier immer wieder das gegenspielige oder der gegenspielige Verlauf erkennbar ist. Und wenn der Ölpreis eben hier eine Erholung erfährt, wie er denn auch erfahren hat, eben hier insbesondere seit Anfang 2016, dann sieht das mal beim US-Dollar, Kanadisch-Dollar fast wie gespiegelt aus. Letztlich technisch korrektiv zurückgelaufen bis in den Bereich 1,28. Hier gab es dann ein wildes Hin und Her in den Monaten April, Mai und auch Juni gab es hier nochmal so einen kleinen Step in diese Zone, die allerdings hier auch schon aus dem Jahr 2009 herrührt und definitiv eine Marke ist, an dem die Marktteilnehmer wiederum ihre Pakete tauschen bzw. hier eine gewisse ja, Affinität haben, dieses Level zu kaufen, beziehungsweise es war einst ein Widerstand, wie wir hier sehen, immer wieder der Preis rangelaufen an dieses Level. Als dann der Durchbruch hier erfolgte im Sommer 2015, gab es dann nochmal hier den richtigen Auftrieb nach oben und seither aber im Sinne des Unterstützungsniveaus, was es denn nun ist, hat man gesehen, auch wenn es immer wieder Spikes drunter gab, dieses Level ist durchaus von Interesse. Also grundsätzlich mal beobachten, fürs große Bild hier das Level 1,28 mal im Auge behalten. Ein Wochenschlusspreis darunter wäre definitiv nicht ganz so positiv. Im Wochenchart können wir auch identifizieren, zunächst mal einen kurzfristigen Aufwärtstrend, ja, aber auch ein Stück weit eine gedeckelte Zone hier auf der Oberseite. Und das Ganze stellt sich hier auf Wochenbasis in der Art eines aufsteigenden Dreiecks dar, welches die Tendenz rein statistisch hat, nach oben aufgelöst zu werden, soll heißen, die Chancen, dass der hier nach oben ausbricht, sind relativ gut. Obgleich wir mehr oder weniger in einer Rohstoff-Rallye will ich nicht zwingend sagen, aber in einer Rohstoffpreiserholung sind, wo ich auch dem Ölpreis selber durchaus noch weiter höhere Notierungen zutraue. Und ergo wird es dann hier interessant, wer denn hier den Win macht. Also entweder der Ölpreis doch weiter im Erholungsmodus oder wieder korrektiv nach unten. Das dürfte dann den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wieder beflügeln. Also es bleibt spannend. Letztlich wollen wir uns hier an der Technik jetzt erstmal orientieren. Doch immer auch den Ölpreis eben im Auge behalten beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und hier ist es eben wichtig dann zu wissen, dass wir hier kurzfristig noch ein bisschen konsolidieren können, der Ölpreis aber dann wieder aufdrehen dürfte und könnte, und dann könnte es auch für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar schwierig werden. Saisonal betrachtet erstmal die Lage hier relativ unklar. Also hier kein saisonaler Rückenwind. Wir gehen mal auf 40 Tage in die Zukunft. Schauen mal, was die nächsten 40 Tage rein saisonal bringen. Ja, da wird es im September relativ stürmisch, wie wir sehen. Mit Beginn des Monats September hier eine starke Abwärtswelle saisonal betrachtet. Zuvor hier RC seitwärts. Also insofern für die aktuelle Session im August nicht wirklich eine klare Indikation. Insofern hier mal die Technik im Auge halten. Auf Wochenbasis, wie gesagt, das Dreieck relativ interessant und die Statistik sagt eben, ein Ausbruch nach oben möglich. Geht es nach unten, dann kommt es ganz anders. Dann dürfte es hier relativ schnell gehen. Aber das werden wir zeitnah bewerten. Jetzt erstmal hier im Tagesschart auch die Situation eines aufsteigenden Dreiecks. Wir haben hier die höheren Tiefs vielmehr. Das alles hier so ein Stück weit an der Trendlinie geschmiedet. Ein Stück weit anpassen, schräge Trendlinien muss man ja ein Stück weit mit Vorsicht beachten, denn diese haben, wie gesagt, nicht den marktrelevanten Charakter, den so manche diesen Trendlinien zusprechen. Aber wenn es mehrere Auflagepunkte gibt, sind sie durchaus von Interesse und wir haben hier den Fall dieses Aufwärtsimpulses. Hier das Level 1,3064 ist ein Niveau, nehmen wir nochmal kurz zurück, aus früheren Zeiten, eben hier das Hoch, was hier markiert wurde im Jahr 2009. Und dieses Level ist eben hier so ein Stück weit umkämpft gerade. Und wir hatten hier die Situation, dass wir auch das Währungspaar gecovert hatten im Sinne eines ja doch schon wahrscheinlichen Ausbruchs auf der Oberseite. Dazu kam es auch. Pullback, Sie sehen hier diesen blauen Verlauf.
Das sind praktisch die Tendenzpfeile, mit denen wir arbeiten, um so ein Stück weit Prognosen abzugeben. Und ja, der Pullback war schon fast zu erwarten nach diesem Ausbruch, nach diesen starken Tagen hier. Aber jetzt dann am Freitag gab es hier mal derb einen auf die Mütze. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir gehen mal kurz auf die, auf den Newsflow. Hier eine Woche zurückgehen. So, Juli. Ja, da hatten wir erstmal aus den USA einiges an Daten. Ja, und da gab es eben auch hier, wo ist es hin, wo ist es hin, wo ist es hin? Also hier ist mal das BIP aus Kanada, was hier mit 0,4 reinkam. Das war recht anständig. Und wir hatten auch das BIP der Amerikaner, auch hier recht anständig. Am 30.07. Ach, 2015, wo sind wir denn jetzt hier? Ich denke mir gerade, was sind das für Zahlen? So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal covern hier, matchen. So, Freitag. Da haben wir es. 2016. So kann es kommen. Oh, runter. Hier haben wir nämlich das BIP gehabt. Was aus Amerika seitdem hier am Freitag schwach reinkam. Und wir haben hier etliche Daten aus Kanada gehabt. Und das in diesem Kontext haben die US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar insbesondere am Freitag unter Druck gebracht. Also hier, Sie sehen 1,2 das Bruttoinlandsprodukt, erste Veröffentlichung. Das war deutlich unter den Erwartungen. Und da gab es eben, wie gesagt, die grobe Kelle hier sozusagen am Markt. Und das ist die Kerze vom Freitag. Auch nochmal Reload hier, diese Kerze. Ohne Worte. Und diese hat aber letztlich die Preis-Action zu tief zurückgeführt. Obgleich hier das letzte tiefere Tief, und da sprechen wir hier von den Niveaus von Mitte Juli, noch nicht unterschritten wurde. Aufwärtstrend intakt. Hier praktisch so eine Art Pullback. Also die Lage eigentlich relativ noch human, sofern der Preis jetzt hier schleunigst nach oben anzieht und keine signifikant tieferen Tiefs macht. Das ist wichtig. Das sollte man beachten. Die Chancen, dass wir hier ein Stück weit nochmal nach oben laufen, sehe ich durchaus als gut an. Obgleich, wie gesagt, wenn wir hier unter 1,29 laufen, insbesondere unter das Tief hier vom 15. Juli bei 1,2861, dann wird es ein Stück weit kritischer und dann könnte ich mir vorstellen, dass hier das Szenario weiterfallender Preise eher Einzug hält. Und da zeige ich Ihnen nochmal die Fuzzy-Vektor-Logik, die ich in den nächsten Wochen, insbesondere ab September, Oktober, wieder vermehrt einsetzen werde. Sehen wir hier eine im 4-Stunden-Chart wohl bemerkt, eine statistische Prognose hier aufgrund der Preisverläufe der letzten Monate, Schrägstrich Jahre, inklusive saisonaler gepaarter Action. Und da sieht es hier doch schon deutlich nach fallenden Preisen aus in Richtung 1,28, 1,29 hier im 4-Stunden-Chart. Und insofern kann man hier natürlich auch weiter steigende Preise favorisieren. Aber ob es denn genügt, hier das letzte Hoch rauszunehmen, das muss sich erstmal zeigen. Also hier Preise über 1,32 wäre notwendig, damit das Währungspaar hier wirklich weiter anzieht. Falls es hier ein tieferes Tief gibt, dann, und dann, wenn wir uns jetzt mal an die Fuzzy-Vektor-Logik halten, könnte es sein, dass der Preis hier die 1,29 austestet. Und dann wird es hier sehr, sehr spannend, ob der Markt eben hier sozusagen ein Level der Unterstützung findet oder eben nach unten wegbricht. So, hier aber die Alternation, die ich noch nicht ausschließen will. Deswegen hier die blaue Strichtendenz. Wenn wir hier über 1,3250 gehen, also 1,32 erstmal 1,3250 per Tagesschluss, sieht das vom Bias her recht bullisch aus. Neues Verlaufshoch dürfte dann hier weiteren Kaufdruck bringen. Aber dazu muss jetzt erstmal hier was passieren. Und um 1,3064 hat das Währungspaar schon die Wochen zuvor hier ein relativ zähes Bild abgeliefert, hier im Juni, Juli. Natürlich steigende Tendenzen, aber so richtig impulsiv war das alles nicht. Also insofern warten wir mal ab, was der Markt hier noch Schönes zaubert. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Monat, in die neue Woche. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.